Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Das Wort hat die Frau Abg. Kula, Fraktion DIE LINKE. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute diskutieren wir ein Gesetz, das bundesweit für viel Aufmerksamkeit sorgt. Der Gesetzentwurf aus dem Bundestag fand im Bundesrat keine Mehrheit. Das haben wir gerade schon gehört. Und der Vermittlungsausschuss wurde einberufen. Nun hat der Bundestag den dort verhandelten Entwurf beschlossen. Dieser sieht eine Grundgesetzänderung vor, um Gelder des Bundes für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung zu stellen. Im Grunde handelt es sich dabei aber um eine Nebelkerze, und ich will kurz begründen, warum. Hessen soll daraus 7,4 %, also insgesamt 368,21 Millionen € erhalten. In Hessen gibt es rund 2.000 allgemeinbildende und berufliche Schulen. Das werden also ungefähr 184.000 € pro Schule, und das verteilt auf 5 Jahre, also jährlich 36.800 € pro Schule. Umgerechnet auf die ca. 800.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen wären das gerade einmal 91 € pro Jahr. Sehr geehrte Damen und Herren, eine nachhaltige Finanzierung für die digitale Ausstattung von Schulen sieht erst einmal anders aus. Mit dieser Finanzierung reicht es vielleicht für ein paar Whiteboards, aber eine wirklich umfassende digitale Ausstattung von Schulen ist mit diesem Betrag alleine nicht zu leisten. Da ist man dann gespannt, was die Landesregierung dann auch wirklich mehr tut. Vielmehr braucht es eine Dauerförderung, um den anstehenden Herausforderungen adäquat begegnen zu können. Und was sind denn die Herausforderungen, die damit verbunden sind? Zuvorderst geht es darum, die Schulen baulich in den Zustand zu versetzen, digitale Infrastruktur zu nutzen. Und der bauliche Zustand vieler Schulen in Hessen ist weiterhin unterirdisch. Es gibt einen Investitionsstau, der zwischen 3 und 4 Milliarden € betragen dürfte. Was nutzen Whiteboards, wenn es durch die Fenster regnet? Oder anders gesagt, das Land sollte die Schulträger bei der Beschaffung von Hardware darauf hinweisen, wasserfeste Geräte anzuschaffen. Spaß beiseite. Neben der baulichen Situation der Schulen ist auch die Frage der Bereitstellung von den digitalen Endgeräten nicht geregelt. Von den im Digitalpakt verabredeten Mitteln können jedenfalls nicht flächendeckend Endgeräte für Schülerinnen und Schüler angeschafft werden. Im Koalitionsvertrag der Landesregierung heißt es, die Schulen sollen selbst regeln, wie sie damit umgehen. Dabei braucht es dringend eine klare Regelung seitens der Landesregierung in dieser Frage. Soziale Aspekte der Nutzung digitaler Medien müssen diskutiert werden. Das System Bring Your Own Device darf in Hessen eben nicht die Regel werden. Schulbücher fallen unter die Lernmittelfreiheit. Dann müssen das auch die Geräte tun, auf denen möglicherweise zukünftig Schulbücher gelesen werden, liebe AfD. Man kann nämlich auch auf digitalen Endgeräten Bücher lesen. Nur dann kann eine Chancengleichheit wirklich sichergestellt werden. Wenn die Schulträger diese Kosten tragen sollen, dann müssen sie dazu aber von Land und Bund auch in die Lage versetzt werden. Eine einmalige Finanzspritze wie der Digitalpakt reicht da hinten und vorne nicht aus. Der generell unterfinanzierte Zustand hessischer Schulen ist keine gute Voraussetzung für die Einbindung digitaler Medien. Oft ist dies dann ein Einfallstor für Ökonomisierung und Kommerzialisierung der Bildung. Die Digitalindustrie ist nämlich bestens vorbereitet auf diese Zustände. So bieten große Konzerne Lernprogramme, Hardware und Lehrfortbildungen an und verschaffen ihren Profitinteressen somit Zutritt zur Schulwelt. Wohin das führen kann, zeigt ein prominentes Beispiel aus Rüsselsheim, wo ein Gymnasium den Titel Samsung Lighthouse School trägt. Dort stellt Samsung den Schülerinnen und Schülern netterweise der Oberstufe zu einem vergünstigten Preis Tablets zur Verfügung und tritt somit als offener Sponsor der Schule auf. Ja, bestimmt eine schöne Schule, aber das kann ja nicht das Ziel von Digitalisierung sein. Die Digitalindustrie steht aber nicht nur bei der Bereitstellung von Hardware in den Startlöchern. Auch mit Lehrinhalten, Konzepten und Fortbildungen drängt sie in das Bildungswesen. Ein unrühmliches Beispiel hierfür ist die Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts HPI, die bundesweit angeboten wird. Das Brisante an der Sache: Das Institut wurde, wie der Name es erahnen lässt, von Hasso-Plattner gegründet, welcher wiederum der Gründer des Softwarekonzerns SAP ist. Die von HPI angebotene Schulcloud wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung beauftragt und schließlich vor allem von rund 300 Schulen mit MINT-Schwerpunkt genutzt.
Dabei liegen die Absichten des HPI offen. Die Cloud solle einen prosperierenden Bildungsmarkt weiterentwickeln und Schülerinnen und Schüler zu Bildungspartnern ausbilden. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht der richtige Weg der Digitalisierung von Schulen. Konzerninteressen haben an hessischen Schulen nichts verloren, nicht in Form von Sponsoren, von Hardware und auch nicht in Form von Softwarelösungen. Leider wurde ja das hessische Schulgesetz geändert, dass Sponsoring an Schulen erleichtert wird. Also, da kann man schon erahnen, in welche Richtung die Reise geht. Immerhin hat die Landesregierung im Koalitionsvertrag das Primat der Pädagogik festgeschrieben. Und das wurde ja auch gerade vom Kultusminister noch einmal bestätigt. Und auch die Kultusministerkonferenz und die Fraktionen in der Enquetekommission haben sich ja dafür ausgesprochen. Um bei dieser schnellen Entwicklung wirklich ein Primat der Pädagogik umsetzen zu können, muss Hessen endlich den Lehrermangel beheben und die Lehrkräfte in die Lage versetzen, die neuen Aufgaben, die mit digitalen Medien verbunden sind, adäquat zu bewältigen. Mit den gegenwärtigen Bedingungen wäre es für Lehrerinnen und Lehrer ein erheblicher Mehraufwand, Konzepte zur Einbindung digitaler Medien selbst zu erarbeiten. Es ist dringend notwendig, den Lehrkräften die notwendige Arbeitszeit und das Lehrdebutat zur Vorbereitung zur Verfügung zu stellen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass auf Lösungen der Privatwirtschaft, die bereits existieren, zurückgegriffen wird. Um Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen, müssen auch mehr inhaltliche Angebote der methodisch-didaktischen Einbindung digitaler Medien in den Unterricht angeboten werden. Fortbildungen in Hessen müssen in dieser Hinsicht deutlich gestärkt werden. Eine reine Anwendungsfortbildung, wie das meistens leider so ist, reicht hier schon lange nicht mehr aus. Das fordert schließlich auch die KMK in ihrem Strategiepapier Bildung in der digitalen Welt von 2016. Leider sagt das Strategiepapier nichts darüber, wie bereits unterrichtende Lehrer fortgebildet werden sollen. Trotzdem sollte sich die Landesregierung nicht hinter der Forderung der KMK zurückfallen und endlich in der Lehrerausbildung Fachwissen zum Umgang mit digitalen Medien und Informatik umfassender einbeziehen. Daneben gehören zur medienpädagogischen Qualifikation insbesondere auch das Wissen um Persönlichkeits- und Datenschutz sowie die informationelle Selbstbestimmung bzw. die digitale Mündigkeit. Die Gefahren der Datenschnüffelei durch Konzerne oder Geheimdienste müssen Bestandteil eines digitalen Lehrangebots werden. Lehrkräfte müssen dringend auch hier dahin aus- und fortgebildet werden. Festzustellen ist also, dass die Folgekosten der digitalen Entwicklung in Zukunft noch deutlich steigen werden. Anstelle einer Anschubfinanzierung braucht es eine kontinuierliche und auskömmliche Ausfinanzierung der hessischen Schulen, eine Aufwertung des Lehrerberufs und ein Konzept, wie all die genannten Herausforderungen in Hessen bewältigt werden können. Bisher hat die Landesregierung hier nichts vorgelegt, und auch der Koalitionsvertrag bleibt in dieser Sache nebulös. Dabei ist es eigentlich schon 11:05. Die Landesregierung muss jetzt liefern. Es bleibt jetzt abzuwarten, was der angekündigte Bildungspakt mit sich bringt. Da werden wir dranbleiben. Ein Lichtblick soll aber auch hier nicht unerwähnt bleiben, ist die Willenserklärung des Kultusministeriums vom 19. September 2018, eine eigene digitale Lern- und Arbeitsplattform zu entwickeln. Dabei nehmen wir Sie beim Wort und werden darauf drängen, dies auch wirklich in Eigenverantwortung den Schulen in Hessen zur Verfügung zu stellen. Wir als LINKE wollen Digitalisierung gerecht und sozial gestalten. Die Lehrmittelfreiheit muss garantiert werden. Kein Kind darf zurückgelassen werden, weil die Eltern über geringe Medienkompetenz oder ein niedriges Einkommen verfügen. Interessen von Großkonzernen dürfen kein Motor dieser Entwicklung sein. Kritische Medienkompetenz muss gefördert werden. Nachhaltigkeitsaspekte sind unbedingt zu beachten. Der Digitalpakt kann ein Ausgangspunkt für gelungene Ergänzungen des herkömmlichen Unterrichts mit digitalen Medien sein. Dazu müssen aber bestimmte Rahmenbedingungen durch die Landesregierung vorgegeben werden. Ansonsten, sehr geehrte Damen und Herren, kann Digitalisierung auch ein Rückschritt in Sachen Chancengleichheit, emanzipatorischer Bildung und individueller Freiheitsrechte sein. Der Digitalpakt wäre dann eine reine Wirtschaftsförderung. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie muss so ausgestattet sein, dass sie den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften dient und eine emphatische Bildung ermöglicht, die nicht auf die Interessen und Bedürfnisse der Ökonomie ausgerichteten Paradigma der unternehmerischen Wissensgesellschaft unterworfen ist. In diesem Sinne kann es keine Digitalisierung first, wie die FDP das sagt, geben und auch nicht Ende gut, alles gut, sondern eher Anfang gemacht, Ausgang ungewiss. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gulas. Das Wort hat der Abg. Kaffenberger, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Allein aus Darmstadt war bei mir in dieser Plenarwoche eine Schulklasse der Marienhöhe zu Gast, und ich durfte mit anderen Abgeordneten Schülerinnen und Schüler der Bernhard-Adelungen-Schule hier begrüßen. Die Höhe und die BAS, wie wir sie in Darmstadt nennen, sind zwei völlig unterschiedliche Schulen. Trotzdem war in beiden Gesprächen die Digitalisierung eines der zentralen Themen. Diese Schulen haben aber auch noch etwas anderes gemein. Sie mussten lange warten. Warten auf den Digitalpakt. Denn dieser Entwicklungsprozess gleicht eher einem Drama und einer Arbeitsverweigerung, insbesondere der CDU, in Sachen Digitalpolitik. Ich nehme daher auch die Selbstkritik von Herrn Boddenberg zur Kenntnis. Schon 2016 hatte die damalige Bundesministerin, Frau Wanka, einen Digitalpakt angekündigt. Knapp ein Jahr später lud ihr Ministerium und die KMK zu einer gemeinsamen Pressekonferenz. Und obwohl Frau Wanka immer wieder die Priorität dieses Paktes betonte, war es doch am Ende weder sie noch einer ihrer Staatssekretäre bei der Vorstellung der Eckpunkte anwesend. Und nicht überraschend wurde dann letztendlich in der gemeinsamen Arbeitsgruppe kein Papier beschlossen, und das Drama fand seinen Höhepunkt im Scheitern des Digitalpaktes. Dieses lag zum einen natürlich an der Blockadehaltung von Frau Ministerin Wanka, aber auch Herrn Schäuble, weil wenn es ums Geld geht, ist der auch immer ein bisschen knauserig gewesen. Aber plötzlich sahen natürlich dann auch die CDU und grün geführten Länder den Angriff auf den Bildungsföderalismus. Wir sprachen darüber. Strittig war jedoch aber nie, und da sind wir uns doch hier alle einig, dass wir dringend Geld für die Digitalisierung an den Schulen benötigen. Und dazu. Und dazu ist die Grundgesetzänderung absolut notwendig. Denn das bisherige Kooperationsverbot verhindert seit dessen Einführung in 2006 eine direkte Unterstützung der Schulen durch den Bund. Deshalb hat die CDU, nein, deshalb hat die SPD im Bundestag und Bundesrat vehement gegen den Widerstand von CDU und CSU auch in Hessen gekämpft. Aber nach dem Vermittlungsausschuss zwischen Bund und Ländern jetzt verhandelt hat, ist es vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesrats nach 2,5 Jahren endlich soweit, werte Kolleginnen und Kollegen, der Digitalpakt kommt. Mit diesem Pakt stellt der Bund den Ländern ab diesem Jahr 5 Milliarden € für Investitionen in digitale Infrastrukturen, WLAN, Tablets, Dokumentenkameras zur Verfügung. Außerdem können wir mit dem Digitalpakt dann auch die Wartung der Geräte und Systeme sowie die Beratung und Qualifizierung des Lehrpersonals fördern. Das bedeutet für Hessen, wir haben es schon gehört, rund 370 Millionen € pro Jahr, also etwa 75 Millionen €. Mir stellt sich dann aber schon noch eine andere Frage. Wie viele Mittel wird die Landesregierung denn dazugeben? Weil nach dem nun erzielten Kompromiss werden die Länder nicht, wie zuerst beabsichtigt, verpflichtet, zusätzliche Mittel in gleicher Höhe bereitzustellen. Ich hätte da bereits eine Vermutung, wie das am Ende ausgehen könnte. Hessen investiert 100 Millionen € jährlich zusätzlich in die Digitalisierung von Schulen. Zugegebenermaßen klingt erst einmal gut. Es wäre eine runde Zahl, und sie erscheint auf den ersten Blick auch sehr groß. Gerechnet auf die knapp 2.000 Schulen wären es dann 50.000 pro Schule. Viel schlimmer wäre allerdings der dahinterliegende Etikettenschwindel. Schon wieder würde die Landesregierung sich die Welt schönrechnen. Die Gleichung lautet immer, Sie kennen sie, Geld vom Bund plus Landesmittel ist gleich Hessen investiert. Und die schwarz-grüne Koalition tut es. Und Vielen Dank. Als hätte ich es geahnt, Sie tun es schon wieder in Ihrem Dringlichen Entschließungsantrag unter Punkt 2 und Punkt 3. Da werden Bundesmittel, Landesmittel und kommunalen Mittel addiert, damit es möglichst gut aussieht. Aber so macht man das vielleicht nun einmal. Sehr geehrte Damen und Herren, aber unabhängig davon, wie viele Landesmittel am Ende bereitgestellt werden, gilt doch, dieser Betrag darf nicht auf keinen Fall Teil der bereits in Ihrem Koalitionsvertrag enthaltenen Milliarde für die Digitalisierung sein. Und, werte Kolleginnen und Kollegen, die Schulen haben aber auch noch neben dem langen Warten etwas anderes gemeinsam. Die Digitalisierung wird nämlich das, was Schule jungen Menschen vermitteln muss, und vor allem auch die Art, wie die notwendigen Kompetenzen vermittelt werden, völlig verändern. Wenn das nicht schon längst geschehen ist, und an dieser Stelle wurde viel versäumt, in Bezug auf den Digitalpakt spreche ich dazu natürlich insbesondere Frau Ministerin Sinemus und Herrn Lorz jetzt an. Frau Ministerin, ich weiß, Sie treten an dieser Stelle das Erbe von Herrn Minister Al-Wazir da an. Sie sind wie ich hier neu. Dabei lassen Sie mich aber trotzdem eines klarstellen. Die Basis jeglicher Digitalisierung ist die digitale Infrastruktur. Und das gilt ganz besonders an Schulen. Ein greifbares Beispiel. Ich
ich bin ja direkt gewählter Abgeordneter. Ich brauche ja mal greifbare Beispiele aus meinem Wahlkreis, weil ich das in Wiesbaden noch alles nicht so verstehe. Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Oberramstadt. Seit kurzem eine selbstständige Schule. Dort gibt es eine moderne Schulküche. Da gibt es Werkräume, ein Biotop, ein Videoschnittraum, ein Tonstudio, ein motiviertes Kollegium und eine engagierte Schulleitung. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Schule hat alles. Alles, wirklich alles. Bis auf, na ja, Sie ahnen es, schnelles Internet. Und wenn ich aus diesem Schulbesuch eines mitnehme, und das mache ich immer, wenn ich eine Schule besuche, dann ist es der Wunsch nach einer Glasfaserleitung. Um die Möglichkeiten der Digitalisierung und die Digitalisierung in der Bildung notwendig macht, überhaupt nutzen zu können. Leider findet man das Wort Glasfaser im Koalitionsvertrag, Sie werden es wieder ahnen, kein einziges Mal. Dabei brauchen unsere Schulen eine solide und moderne digitale Infrastruktur und professionellen IT-Support. Sie brauchen einen Digitalhausmeister, der Software auf den neuen Tablets installiert, der Sie ins Schul-WLAN einbindet, mit dem Dokumentenscanner vernetzt und den Whiteboards. Und daher bitte ich Sie, Frau Ministerin, Sie nehmen uns, vergeuden Sie keine Minute, bauen Sie Ihr Ministerium auf, legen Sie los. Die Digitalisierung läuft längst. Aber, meine Damen und Herren, digitale Infrastruktur ist eben nur ein Teil. Aufbauend darauf brauchen wir eine digitale Pädagogik, Didaktik und Lehrkräfte. Das muss alles ineinander greifen. Denn Laptops allein schaffen keine Medienkompetenz und ersetzen auch keine Lehrkräfte. Und die Behauptung, es falle an hessischen Schulen nicht substanziell Unterricht aus, ist genauso an der Realität vorbei, wie dass alle hessischen Schulen in Sachen Digitalbildung auf dem neuesten Stand seien. Auch hier wurde vieles verschlafen in der Zeit, in der wir auf den Digitalpakt gewartet haben. Eine Nachfrage bei Ihnen, Herr Kultusminister, wie viele Schulen in Hessen auf welchem digitalen Stand sind und welches Digitalisierungskonzept Sie verfolgen, spare ich mir an dieser Stelle. Kurz und knapp und ehrlich wäre wahrscheinlich die Antwort, darüber liegen der Landesregierung keine Informationen vor. Ich mache zurzeit die Erfahrung, dass viele Schulen eigene Konzepte erarbeiten, wie sie ihren Unterricht in der digitalen Bildungswelt gestalten wollen. Das ist leider noch nicht überall der Fall. Und vielfach findet es an Schulen, z. B. vereinzelt Programmier-AGs statt. Und so etwas passiert dann aber auch oft auf Initiative der Eltern oder einzelner Lehrkräfte. Und mein Problem dabei ist, gerade als Sozialdemokrat, dies kann zu einer digitalen Spaltung bei den Kompetenzen junger Menschen führen, weil viele solcher Angebote nämlich häufiger an Schulen stattfinden, in denen Lehrkräfte nicht bereits durch große Klassen, durch Personalmangel oder ein schwieriges soziales Umfeld sowieso überlastet sind. Und noch dazu kommt, dass an Schulen, deren Qualität an der Stelle sowieso höher ist, es auch natürlich noch Eltern gibt mit entsprechender Zeit und Qualifikation, um mit ihrem Engagement da auch so eine Projektarbeit zu ermöglichen. Die Digitalisierung darf aber nicht zu sozialer Spaltung führen. Und daher will die SPD, dass jedes Kind es schafft, einen Platz in der digitalen Gesellschaft zu finden und deren Herausforderungen meistern zu können. Dazu müssen Sie angesichts der rasanten technologischen Entwicklung, aber auch des Wandels der Arbeitswelt, Bildung neu denken. Denn es geht um unsere Zukunft. Jetzt werden jede Menschen in unseren Schulen ausgebildet, die die Zukunft Hessens gestalten. Und die nächste Generation braucht neue Kompetenzen und Lerninhalte. Und deshalb muss die Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer der heutigen Zeit angepasst werden. Was ist in dieser Hinsicht passiert? Viel zu wenig. Daher brauchen wir dringend einen Masterplan für die Digitalisierung in Schule und Unterricht, eine Unterrichtsdidaktik sowie ein Landesmedienkonzept. Auch hier gilt, legen Sie endlich los, Herr Minister Lorz. Die Digitalisierung, sie läuft längst. Oder liegen Ihnen darüber auch keine Informationen vor? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kaffenberger. Das war im Übrigen Ihre erste Rede hier im Plenum des Hessischen Landtages. Das ganze Haus gratuliert Ihnen dazu sehr herzlich.
Als nächsten Redner darf ich aufrufen Herrn Abg. May für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr May, Sie haben das Wort. Hochgeschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Hoffnungen, die mit der Nutzung digitaler Endgeräte im Unterricht verbunden werden, sind sehr groß. Das ist auch bei manchem Debattenbeitrag wieder deutlich geworden. Es gibt die Hoffnung, dass bei einer Digitalisierungsoffensive ein Modernisierungsschub in den Schulen erreicht würde. Allerdings ist bis heute unklar und wenig belegt, inwieweit diese Hoffnungen in der Tat auch substanziell belegt werden können. Es kommt nach meiner Meinung ganz entschieden darauf an, wie wir das ausgestalten. Und deswegen war es richtig, dass der Minister heute skizziert hat, was wir mit dem Digitalpakt Hessen vorhaben werden. Der Digitalpakt zwischen Bund und Ländern ist dabei ein Add-on, ist ein willkommenes Sahnehäubchen, ist etwas, was wir gerne hinzunehmen. Aber wenn man das Bundesgeld in Relation zu dem nimmt, was Hessen an Anstrengungen unternimmt, dann sieht man, dass es sich hierbei um etwas Willkommenes, was hinzugefügt werden kann, handelt, aber dass es eben nicht die großen Anstrengungen, die das Land Hessen unternimmt, ersetzen kann. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, Herr Kollege Kaffenberger, dass Sie aus dieser Frage des Digitalpaktes Bund und Ländern eine Geschichte zwischen CDU und SPD gemacht haben. Wie Sie den Ausführungen von Kollegen Boddenberg entnehmen konnten, hatten wir an dieser Stelle eine Situation, wo alle 16 Bundesländer – und es gibt auch noch Länder, wo die SPD mitregiert – wo alle 16 Bundesländer sich gegen den Übergriff des Bundes gewehrt haben. Und von daher kann man hier nicht die Nummer aufmachen, CDU gegen SPD, und SPD war vorne. Ich glaube, es war richtig, dass an dieser Stelle alle Bundesländer gegen diesen Übergriffsversuch des Bundes zusammengestanden haben. Ich bin auch der Meinung, dass der Einsatz digitaler Medien dieselben Qualitätsstandards erfüllen muss, wie jede Maßnahme im Bildungsbereich erfüllen muss. Sie darf kein Selbstzweck sein. Denn wenn man im großen Maße Geld hier investiert, dann muss man die Frage stellen, was kann denn mit diesen Investitionen besser erfolgen, als das ohne wäre. Man muss fragen, was ist dadurch an Unterrichtsqualität zu verbessern? Und auch im Zeitalter der Digitalisierung bleibt festzuhalten, dass analoge Kompetenzen wichtig bleiben werden. Und nur dann, wenn durch eine Verbindung von digitalen Medien mit dem, was wir an klassischen Unterrichtsinhalten haben, wenn wir das zusammenführen können und einen echten Kompetenzerwerb, eine Verbesserung des Kompetenzerwerbs aller Schülerinnen und Schüler erreichen werden können, nur dann haben wir, glaube ich, eine Verbesserung der Lern-Lehr-Situation an allen Schulen. Und erst dann ist es eine lohnende Investition. Und deswegen lohnt es, so viele Überlegungen anzustellen, wie wir das Geld investieren wollen. Die Qualitätskriterien guten Unterrichts sind für mich und für die GRÜNEN, dass wir den Kompetenzerwerb aller Schülerinnen und Schüler in möglichst allen Bereichen der Kerncurricula, früher Lehrpläne genannt, verbessern müssen. Das heißt, dass mit digitalen Medien, wenn sie eingesetzt werden, neue Zugänge oder motivierende Elemente daraus folgen müssen. Zweitens. Es ist so, dass natürlich die Digitalisierung die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler maßgeblich gestalten wird, wobei auch heute nicht klar sein wird, wo die Entwicklung hingeht. Und wir heute immer nur die Situation heute lehren können und immer lebenslanges Lernen notwendig sein wird. Aber klar ist, dass Gesellschaft und Wirtschaft und damit das Arbeitsleben sich massiv ändern werden und deswegen dieser Kompetenzerwerb auch mit digitalen Medien erreicht werden muss. Drittens. Neben den fachlich-inhaltlichen Kompetenzen ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler medienkompetent werden, also selbstbewusst und reflektiert mit digitalen Medien umgehen können. Denn digitale Medien bieten große Chancen, aber auch Risiken, und zwar nicht nur für die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler, sondern für die gesamte Gesellschaft. Und viertens. Ergänzend dazu bedarf es einer informationstechnischen Grundbildung, die einen wichtigen Beitrag zum Weltverstehen der Schülerinnen und Schüler geben kann. Das bedeutet, dass Informatikunterricht auch dann, wenn wir Digitalisierung über alle Fächer denken, weiterhin ihre Berechtigung haben wird.
Und fünftens. Wir wollen als GRÜNE kein Kind zurücklassen. Auch diese Frage muss die Digitalisierung beantworten. Auch hier müssen digitale Medien sinnstiftend eingebracht werden. Sechstens wollen wir als GRÜNE, dass der Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern von ihrer sozialen Herkunft entkoppelt wird. Also auch dieses Qualitätskriterium muss erfüllt werden, wenn wir über neue Medien reden. Und siebtens, wir wollen Integration und Inklusion an unseren Schulen vorantreiben. Und auch das ist ein Qualitätsmerkmal, das bei allen bildungspolitischen Debatten reflektiert werden muss. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass all diese Qualitätsmerkmale auf einen Schlag mit neuen Medien erreicht würden. Im Gegenteil. Wir sollten die Erwartungen, die mit der Digitalisierung liegen, eher dämpfen, damit dann nicht am Ende Erwartungen enttäuscht werden. Aber was ich damit deutlich machen will, der Einsatz digitaler Medien ist für uns kein Selbstzweck, sondern muss sich wie jede andere Maßnahme an allgemeinen bildungspolitischen Zielen messen lassen. Und wenn wir das zusammendenken, dann wird aus dem Digitalpakt und dem Digitalpakt Hessen ein großer Gewinn für unsere Schülerinnen und Schüler. Und wenn wir darüber reden, wie wir das machen wollen, wird leider viel zu oft sehr zu kurz gegriffen. Wir hatten in der letzten Wahlperiode die Forderung der FDP, jedem Kind ein Tablet. Ich glaube, dass dieses Vorgehen mit der Gießkanne Geräte in die Welt zu setzen, die Schulen keinen Millimeter weiterbringt, sondern dass das eher Investitionsruinen erzeugt. Ähnliche Forderungen kamen heute von LINKEN und SPD. Ich glaube, dass das zu kurz gegriffen ist, sondern wir brauchen einen Digitalpakt Hessen, bei dem auch gezielte Maßnahmen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern beinhaltet sind, die sie da befähigen, die sie stark machen, die geänderten Anforderungen im Unterricht umzusetzen. Wir können diesen Weg nicht nur mit den Lehrerinnen und Lehrern gehen. Sie werden auch bei aller digitaler Technik unabdingbar für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern bleiben. Wir müssen erarbeiten, welche Anwendungsempfehlungen, welche Handreichungen gibt es für Lehrerinnen und Lehrer. Wir müssen unterscheiden, wo macht der Einsatz von digitalen Endgeräten Sinn und wo ist er nur Spielerei. Welche Software ist notwendig? Und dafür brauchen wir alle Akteure der Lehrerbildung, das heißt von den Hochschulen über die Studienseminare mit den Schulen zusammen bis hin zu den Trägern der Fortbildung, müssen wir alle mit an Bord nehmen. Und wir müssen mit den Schulträgern, auch das ein wichtiger Bestandteil des Digitalpakts Hessen, müssen wir Muster und Rahmen erarbeiten, wie die Investitionen, und die sind durch die Schulträger vornehmst zu erarbeiten, am sinnvollsten zu tätigen sind, dass an dieser Stelle das Geld auch sinnvoll eingebracht wird. Nur wenn wir all das zusammendenken, wird die Digitalisierung auch mit Leben gefüllt, ohne diese Überlegungen ist die Digitalisierung eine Hülle ohne Inhalt und wird nicht zum Gewinn für unsere Schülerinnen und Schüler. Und hinweisen möchte ich auch in dieser Debatte noch einmal bei all den neuen Inhalten, die durch die Digitalisierung jetzt diskutiert werden, die auch notwendig sind, in Schule zu implementieren, ist es auch so, dass auch das, was wir bisher gelehrt haben, seinen Stellenwert in Schule zukünftig haben wird. Das heißt, selbst mit der Hand schreiben zu können, selbst im Kopf rechnen zu können, das wird auch in Zukunft notwendig sein. Das eigenständige Denken kann und soll uns keine Maschine abnehmen. Und gerade die Förderung von kreativem Handeln wird meiner Überzeugung nach in Zukunft wichtiger werden, weshalb auch Kunst, Musik, Religion oder Ethik oder darstellendes Spiel gerade in Zeiten der Digitalisierung sehr wichtig bleiben werden. Der nun geschlossene Digitalpakt zwischen Bund und Ländern mobilisiert Millionenbeträge, auch für Hessen, und diese können wir gut gebrauchen. Die Koalitionsfraktionen von CDU und GRÜNEN wissen, dass die großen Hoffnungen, die auf der Digitalisierung liegen, nur dann erfüllt werden, wenn wir mit einem eigenen hessischen Digitalpakt dafür sorgen, dass das Geld zielgerichtet eingesetzt wird. Wir werden dafür sorgen, dass das Geld klug eingesetzt wird und keine Investitionsruinen entstehen. Wir werden Lehrerinnen und Lehrer stark machen, um mit ihnen den Einsatz moderner Medien zu einem echten Gewinn für alle Schülerinnen und Schüler zu machen. Vielen Dank, Herr Abg. May. Als nächster
Redner hat sich gemeldet, der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, René Rock, 1 Minute 30. Bitte schön, Herr Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal kurz zu Wort gemeldet, weil nach den Redebeiträgen aus der Regierungsbank und den regierungstragenden Fraktionen, wo ja auch immerhin der Fraktionsvorsitzende der CDU gesprochen hat, bin ich wirklich absolut enttäuscht. Ich bin absolut enttäuscht über die wenigen Ambitionen, die Sie hier haben. Keine Ideen, keine Konzepte, kein Mut, nichts von dem, was wir brauchen, um der Digitalisierung gute Chancen abgewinnen zu können. Nichts von dem haben Sie heute hier gezeigt. Das ist traurig, weil es war eine große Chance für die Landesregierung, sich hier einmal darzustellen, für CDU und GRÜNE sich darzustellen. Wie wollen Sie denn jetzt diesen Aufbruch schaffen? Wie wollen Sie das schaffen? Und wenn ich hier stehe und diese Floskeln höre, das Tablet ersetzt nicht das Gehirn, die Schülerinnen und Schüler sollen das Selbstdenken nicht verlernen. Sagen Sie einmal, wo leben Sie denn? Wo leben Sie? Hier sitzen junge Leute, haben das Denken verlernt. Die sind halt gewohnt, mit mobilen Endgeräten im Internet zu sein. Der einzige Ort in Hessen, wo das nicht geht, ist eine hessische Schule. Da müssen Sie doch einmal drüber nachdenken. Der einzige internetsichere Ort in Hessen ist eine hessische Schule. Und dann stellen Sie sich hier hin und sagen, wir müssen Bedenken über die pädagogischen Konzepte haben. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Legen Sie doch einmal ein Konzept vor. Setzen Sie mal etwas um, damit wir Bedenken haben können. Wo ist denn irgendwas, wo wir Bedenken haben können? Es gibt einfach nichts. Es gibt nichts. Herr Kollege, ich muss Sie auf Ihre Redezeit hinweisen. Danke, es ist genug gesagt zu dem Thema. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank, Herr Abg. Rock. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Ich stelle fest, die Anträge zur Aktuellen Stunde, zur verbundenen Aktuellen Stunde zum Digitalpakt, Drucksache Nummer 20-203, 204, 206, sind damit abgehalten. Was machen wir mit dem Entschließungsantrag? Wollen wir den abstimmen oder wollen wir den in den Ausschuss geben? Entschließungsantrag, Ausschuss oder abstimmen? Wollt ihr einen Ausschuss geben? Geben wir einen Ausschuss, KPA. Alles klar. Damit haben wir auch dies entsprechend abgehandelt.